Um sicherzugehen, dass ihr keine Bots seid, müsst ihr ganz kurz dieses kleine Rätsel hier lösen. Wie? Schafft ihr nicht? Kein Problem, denn damit seid ihr in guter Gesellschaft. Warum uns die Captchas beim Surfen auf manchen Webseiten in die Kindergartenzeit zurückwerfen, was Captchas überhaupt sind und warum die Entwicklung von Captchas so faszinierend und bereichernd für die Menschheit oder, naja, zumindest für Google ist, gleich nach dem Intro. Captchas sind Tests, um Menschen von Computern zu unterscheiden. Müsst ihr euch also irgendwo im Internet mit einem solchen Captcha herumschlagen, dann steht ihr unter Verdacht, ein Bot zu sein. Wenn ihr den Test besteht, dann beweist ihr damit, dass ihr ein Mensch seid. Captchas versuchen immer wieder, Aufgaben zu stellen, die Menschen einfach und Bots am besten gar nicht oder nur sehr schwer lösen können. Zusätzlich sammeln sie Daten, mit denen sie euch als Bot enttarnen oder mit großer Wahrscheinlichkeit belegen können, dass ihr ein Mensch seid. Weil die Bots aber immer intelligenter werden, müssen auch die Entwickler immer wieder neue Wege finden, Menschen und Maschinen zu unterscheiden. Und wozu der ganze Aufwand jetzt? Dafür müssen wir zurückreisen. In eine Zeit, in der YouTube noch nicht existierte, in der Mark Zuckerberg noch nicht mal verschwitzt in der Disco tanzte und Steve Jobs gerade seine Karriere als Ashton Kutcher-Double beendet hatte, um zu Apple zurückzukehren. Damals, als Alta Vista der heiße Scheiß des Internets war. Denn vereinfacht gesagt war Alta Vista das, was Google heute ist. Die dominierende Suchmaschine. Schon 1997 hatte Alta Vista mit Bots zu kämpfen, die die Website in großer Zahl aufriefen, um sie zu überlasten und Alta Vista zu behindern. Alta Vista handelte. Um Zugriff auf die Seite zu bekommen, musste man als Nutzer der Suchmaschine kleine Texte aus Bildern abtippen, die mit verschiedenen Hintergründen hinterlegt waren. Für Maschinen zu dieser Zeit schwer oder gar nicht erkennbar, für Menschen eine Aufgabe von wenigen Sekunden. Und das funktionierte. 95% der Spam-Anfragen wurden geblockt. Aber das klappte nur für eine relativ kurze Zeit. Denn spätestens damit begann der Wettlauf zwischen Bots auf der einen Seite und Webseitenbetreibern auf der anderen. Denn die Programmierer der Bots gaben sich damit natürlich nicht zufrieden und versuchten, solche Maßnahmen zu umgehen. Ein Katz-und-Maus-Spiel war geboren. Bots wurden mit Texterkennungssoftware ausgestattet, um die Zeichen dann trotzdem zu entziffern. Als Gegenmaßnahme wurde der Hintergrund, auf dem der Text stand, geändert. Dann bekam der Hintergrund eine eigene Struktur, um die Bots immer und immer wieder zu verwirren. 2003 wurde der Begriff Captcha dann zum ersten Mal verwendet. Ein neues Unternehmen namens ReCaptcha widmete sich voll und ganz dieser Problematik. Die Bots passten sich auf die Veränderungen an, also musste ReCaptcha wieder vorlegen. Die Bilder wurden mit Rauschen ausgestattet und die Buchstaben verzerrt oder durchgestrichen. Geholfen hat das wieder nur kurzzeitig. Die Bots hielten Schritt. Das Absurde an solchen Textaufgaben, irgendwann konnten sie Menschen nur noch in etwa einem Drittel der Fälle richtig lösen. Bots dagegen in 99,8% der Fälle. Endlich durchgekommen. 2 Stunden F5-Drohnen hat sich bezahlt gemacht. Jetzt nur noch den Kauf abschließen und schon gehören die Tickets. Moment mal. Soll er denn jetzt hier, ob ich ein Roboter bin? Oder Scheiße, ich will die Tickets jetzt haben hier, Mann. Ich hab Rechte. Um das zu vermeiden, war Kreativität gefragt. Was kann der Mensch, was Bots nicht können? Kontext. Aufgaben wie eines dieser Worte passt Kartoffel nicht oder eine einfache Rechenaufgabe, bei denen man die Aufgabe ebenfalls mit Worten gestellt bekommen hat. Und Achtung, Überraschung, auch das half nicht lange. Dazu kam ein weiteres Problem. Captchas müssen eigentlich so gestaltet sein, dass sie jeder Mensch lösen kann. Auch Sehbehinderte und Menschen mit Lese- oder Rechenschwäche. Und dass Menschen aus anderen Kulturkreisen amerikanische Websites besuchen, ist im Internet, ich formuliere es mal vorsichtig, keine Ausnahme. Eine Antwort, Captchas in verzerrten Audiodateien wie der hier. Beziehungsweise Bergsteigen konzipiert. Das Problem war damit aber nur teilweise gelöst. Immerhin erkannte ReCaptcha mittlerweile den großen Nutzen seiner Technologie und half bei der Digitalisierung von Büchern mit. Wörter, die von der Texterkennungssoftware nicht automatisch gelesen werden konnten, wurden in Captchas von Millionen Menschen entziffert.
Wenn genug Menschen beispielsweise ein Wort gleich entzifferten, dann galt es als gelöst und wurde ins Buch übernommen. 100 Millionen Captchas wurden damit am Tag gelöst. Das entspricht 2,5 Millionen Büchern pro Jahr. 2009 wurde das Unternehmen Recapture dann aufgekauft durch... Richtig, Google! Der Internetriese nutzte die Captchas für seinen Google Books und digitalisierte dann damit nebenbei nochmal das über 150 Jahre alte Archiv der New York Times. Und weil das auch bald nicht mehr genug war, ließ man Internetnutzer bei Google Maps mithelfen, indem man Bilder von nicht identifizierbaren Hausnummern in die Captchas speiste. Dazu entwickelte man die Captchas, die heute wahrscheinlich jeder kennt. Eine Google Street View Aufnahme, die in 9 Bilder unterteilt ist. Und dann heißt es Bilder anklicken. Von Bussen, Hydranten, Autos, Fahrrädern über Fußgängerüberwege. Inwieweit Google Maps daraus Nutzen zieht, ist nicht bekannt. Aber mit Sicherheit macht Google auch das nicht ohne Hintergedanken. 1997 war unter anderem Serverüberlastung der Grund für die ersten Captchas. Mit der Zeit sind aber andere Anwendungsgebiete entstanden. Online-Shops für Konzertkarten zum Beispiel, die verhindern wollen, dass ein Bot alle Tickets kauft, damit sie hinterher überteuert weiterverkauft werden können. Oder soziale Netzwerke, die keine Lust haben, dass automatisiert tausende Accounts erstellt werden. Eins blieb aber gleich. Schon seit den Anfängen von Captchas mussten 2 Kriterien erfüllt werden. Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Bekommt man es hin, dass alle Bots ausgesperrt werden und nimmt dafür dann in Kauf, dass Menschen 2 Minuten vor dem Test sitzen? Keine gute Idee. Macht man den Test so einfach, dass Menschen ihn in 0, nichts lösen können und macht es dann auch den Maschinen einfacher? Wohl eher auch nicht. Google schaffte diesen Spagat 2014 und stellte Recapture Version 3 vor. Auch als Reaktion auf das immer noch andauernde Katz-und-Maus-Spiel zwischen Webseitenbetreibern und Bots. Denn die Bilderrätsel wurden mittlerweile von Bots in 19 Sekunden mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% geknackt. Mit Recapture Version 3 sollten Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit endlich vereint werden. Der Nutzer muss jetzt erstmal kein Capture mehr lösen, sondern einfach nur in ein Feld klicken und anwählen, dass er kein Roboter ist. Die neue Version ist mittlerweile fast überall verbreitet und analysiert das Verhalten vom Nutzer innerhalb dieses Feldes. Nur wenn man im Verdacht steht, ein Bot zu sein, dann muss man das gute alte Bilderrätsel lösen. Einfacher geht's wirklich nicht. Also ziemlich gute Benutzerfreundlichkeit. Und Google setzt noch einen drauf. Vor kurzem hat es eine Methode vorgestellt, bei der man nicht mal mehr auf "Ich bin kein Roboter" klicken muss. Damit hat Google zumindest vorerst wieder die Nase vorn. Endet das Rennen zwischen Bots und Webseitenbetreibern hier oder ist das nur eine weitere Etappe? Für Google ist aber auch ein ganz anderer Punkt ziemlich interessant. Schließlich muss sich die ganze Arbeit ja auch irgendwie lohnen. Mit den neuen Capture-Versionen bekommt Google nämlich so ganz nebenbei Zugriff auf ganz schön viele Daten. Zusammengefasst, Google weiß, wann wir welche Seite mit Captchas besucht haben und kann uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über die verschiedenen Seiten verfolgen. Loggt ihr euch also erst bei Discord ein und besucht ihr später dann noch den Spotify Webplayer, dann weiß Google mal wieder ganz genau Bescheid. Naja, irgendwie keine große Überraschung, dass Google mal wieder hinter unseren Daten her ist. Aber stört euch das überhaupt? Seid ihr an Captchas auch schon so oft verzweifelt wie wir? Oder fallen die euch gar nicht mehr auf? Eure Meinung bitte ab in die Kommentare. Und damit bis zum nächsten Mal.